Das dritte Auge. Erklärung und Aktivierung. Generell nennen wir es das dritte Auge, weil es die einzige Struktur im menschlichen Körper ist, die mit Abstand dieselbe Komplexität wie unsere Augen hat. Im Laufe der Evolution hat sich die Zirbeldrüse von 3 cm auf wenige Millimeter verkleinert. Ich glaube, wir sind zu weit weggegangen von dem, was wir im Ursprung eigentlich mal waren. Ich bin überzeugt davon, dass wenn du die Zirbeldrüse aktiver hast oder die größer ist, ausgeprägter ist, dann fühlst du mehr Connection zu allem, was um dich rum stattfindet, so. Also zu der Frequenz 432 kHz, geöffnet werden kann. Auf einmal der Lovelock mit dem dritten Auge im nächsten Stream, Bro. Stell dir vor, Digga, auf einmal klapp, klapp, klapp. Ich muss eine neue Brille kaufen, Bro. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe Grüße geht raus von mir an die ganze Community und natürlich auch von der Twitch-Gang. Ihr seht es oben in der Ecke. Ja, Mann, gerne da auch mal vorbeikommen. Link unten in der Beschreibung. Lasst dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal natürlich. Was soll ich euch sagen? Und zwar gehen wir jetzt ins nächste Video rein, welches heißt Das dritte Auge. Erklärung und Aktivierung. Es geht wieder um die Zirbeldrüse, denke ich mal, beziehungsweise um das dritte Auge. Und ja, Mann, ich habe gedacht, wir ziehen uns mal wieder ein Video darüber rein, weil ich finde das Thema sehr interessant und auch wichtig. Und deswegen ziehen wir uns das heute rein. Yes, sir. Zirbeldrüse, den Mann, Alter. Und los. Hey Leute, heute soll es mal wieder um ein grenzwissenschaftliches Thema gehen. Ich hatte ja bereits vor einiger Zeit gesagt, dass ich immer mal wieder darüber sprechen möchte, auch wenn es mit Mystery und Paranormalem an sich nichts zu tun hat, wobei für die ganzen Theoretiker da draußen mag es als solches erscheinen. Auch hier gilt wieder die Warnung. Meint er uns, Digga, mit Theoretiker? Das gesagt... Theoretiker et in man, Alter. Sie kann euer komplettes Denken über den Haufen werfen und euch eine ganz neue Sicht auf die Dinge geben. Das kann zwar nur positiv sein, aber wer lieber in seiner jetzigen Welt leben möchte, der soll nun bitte abschalten. Oh shit. Also fangen wir an. Was ist das dritte Auge überhaupt? Erstmal ist es nur ein anderer Ausdruck für das innere Auge, das je nach Kultur auch als Stirn- oder Anya-Chakra bezeichnet werden kann. Generell nennen wir es das dritte Auge, weil es die einzige Struktur im menschlichen Körper ist, die mit Abstand dieselbe Komplexität wie unsere Augen hat. Darüber hinaus kann man mit dem dritten Auge bestimmte Dinge wahrnehmen, die logischerweise über das normale Sehen hinausgehen. Doch es ist nicht nur eine Einbildung. In irgendeinem Video hat doch mal einer gesagt, dass es eventuell sogar so sein könnte, dass wir damals mal ein drittes Auge hatten, wa? Stellt euch mal vor, Digga, wenn deine Zirbeldrüse so aktiv ist, wenn deine Zirbeldrüse so aktiv ist, dass auf einmal hier ein drittes Auge aufgeht, Alter. Ach du Scheiße, Bro. Sondern ist auch ein anderer Name für die Zirbeldrüse, ein kleines Organ, das sich im Zwischenhirn befindet. Hier wird das Hormon Melatonin produziert, was für den Schlaf-Wach-Rhythmus verantwortlich ist. Melatonin, Schlaf-Wach-Rhythmus, okay. Zudem wird hier DMT, also Dimethyltryptamin, produziert. Das ist heftig. Die Wirkung der... Das wird, glaube ich, nur in unserem Leben zweimal produziert, ne? Einmal bei der Geburt und einmal kurz bevor wir sterben. Wenn ich richtig informiert bin. ...ist halluzinogen und kann extern auch in Pflanzen gefunden werden. Ein Beispiel dafür wäre Ayahuasca, was in Südamerika benutzt wird, um andere Bewusstseinszustände zu erreichen. Zum Beispiel verändert sich die komplette Sicht und man erkennt bestimmte Muster in der Umgebung, die normalerweise nicht sichtbar wären. Der aus der Liane stammende Wirkstoff wird von Schamanen benutzt und ist mittlerweile auch recht beliebt bei Touristen, die dorthin reisen, um legal bewusstseinserweiternde Substanzen auszuprobieren. Normalerweise... Ayahuasca ist aber ein Mix aus... Also es kommt nicht nur in einer Pflanze vor. Ayahuasca ist ein Mix aus der Wurzel einer Pflanze und dem Blatt einer anderen Pflanze. Berichten die Besucher, dass sich ihr komplettes Leben verändert hat, beziehungsweise das Denken. Jetzt stellt sich jedoch die Frage, warum wir in jenem Bewusstsein leben, obwohl wir doch die Zirbeldrüse haben, die eigentlich DMT produziert. Das lässt sich leicht durch... Wer von euch hat schon mal Erfahrung gemacht mit Psychedelics, also mit psychedelischen Substanzen? Mach mal eins in den Chat. Also so Pilze, LSD, Ayahuasca, DMT, diese ganzen Geschichten. Wer hat damit schon mal Erfahrung gemacht? Würde mich mal interessieren. Ich persönlich bin ein Zweier, falls euch das interessiert. ...verschiedene Begebenheiten erklären.
Zuerst einmal ist unser normaler Lebensstil daran schuld. Im Laufe der Evolution hat sich die Zirbeldrüse von 3 cm auf wenige Millimeter verkleinert. Krass, im Laufe der Evolution hat sich die Zirbeldrüse von 3 cm auf wenige Millimeter verkleinert, Freunde. Das ist der Lebensstil, der Lifestyle. Das liegt hundertprozentig auch daran, dass wir nicht mehr richtig connected sind mit der Natur, in so hohen Gebäuden leben. Menschlich, also dass wir immer die ganze Zeit Materialismus jagen, nicht mehr wirklich meditieren, uns die ganze Zeit ablenken. Mit Fernsehen, mit Handy, mit TikTok, mit diesen ganzen Sachen. Und nicht mehr wirklich so leben, wie wir als Menschen eigentlich mal früher gelebt haben. So, ich glaube, wir sind zu weit weggegangen von dem, was wir im Ursprung eigentlich mal waren. So. Durch künstliches Licht wird Nacht zu Tag und durch das Arbeitsleben bekommen wir oftmals keinen Kontakt zum Sonnenlicht. Außerdem wird unser Körper sehr belastet und diversen Toxinen ausgesetzt, die die Aktivität der Drüse einschränkt. Vor allem ist Fluorid ein Gift, das sich in Speisesalz, Mineralwässern, aufbereiteten Nahrungsmitteln oder... Da sind wir wieder beim Thema Fluorid, Digi. ...Zahncreme befindet. Das Fluorid sammelt sich in dem Gewebe an und lässt es verhärten. Darüber hinaus gibt es noch Hormone oder auch Quecksilber, Koffein, Tabak und Alkohol, die schädlich wirken können. Andrew sagt gerade, aber was passiert, wenn sie komplett weg ist? Ich glaube nicht, dass die komplett weggeht, Bro. I don't know. Ich glaube nicht. Ich glaube, die kann sich nur verkleinern oder vergrößern, denke ich. Negative Strahlungsfelder wie Stromleitungen, Internetnetzwerke oder Mobiltelefone tragen auch zu dem Leidwesen bei. Es ist daher ratsam, all diesen Dingen weitestmöglich aus dem Weg zu gehen. So. Aber warum sollte man das überhaupt tun und warum würde es sich lohnen? Das ist jetzt natürlich wieder schwierig zu erklären, vor allem für Leute, die sich damit nicht auskennen. Stellt euch vor, ihr wollt jemandem den Höhepunkt beim Sex erklären wollen und die Gefühle, die man dabei hat. Ich denke, niemand wird es genau beschreiben können. Den Höhepunkt beim Sex erklären. Schwierig, ja? Gebe ich dir recht. Ähnlich ist es mit bewusstseinserweiterten Substanzen, weswegen es natürlich erstmal leicht fällt, darüber zu urteilen, ohne die wahre Wirkung zu kennen. Und so ist es auch mit dem Zustand eines geöffneten dritten Auges. In der New Age-Terminologie spricht man von dem Zustand der Erleuchtung. Man kann Geistesbilder und Visionen hervorrufen, wird eventuell in der Lage sein, hell sehen zu können. Ich glaube halt im ersten, also der erste Grund, warum man seine Zirbeldrüse aktivieren sollte, beziehungsweise entkalken sollte, ist einfach, damit du die Connection wieder mehr spürst. So. Ich bin überzeugt davon, dass wenn du die Zirbeldrüse aktiver hast oder die größer ist, ausgeprägter ist, dann fühlst du mehr Connection zu allem, was um dich rum stattfindet. So. Zur Natur, zu Menschen, zu allem halt. Weißt du? Und das ist ein schönes Gefühl, das kann ich nur jedem ans Herz legen. So. Weil ich habe immer schon das Gefühl, dass ich sehr connected bin und sehr viel spüre und fühle. So, Energies. Und dass die Natur schon immer mir extrem viel gibt. So. Und ich glaube, umso mehr du deine Zirbeldrüse aktiv hast, umso mehr hast du eine Connection mit allem. Weißt du? Und umso mehr du eine Connection mit allem hast, umso mehr kümmerst du dich auch um alles so und versuchst halt einen guten Footprint dazulassen, beziehungsweise einfach gute Vibes zu verbreiten und keine Ahnung, Alter, wenn du fühlst, dass du mit den Menschen connected bist, dann behandelst du die Menschen auch anders. Wenn du fühlst, dass du mit der Natur connected bist, dann behandelst du die Natur auch anders. Wenn du fühlst, dass du mit den Tieren mehr connected bist, dann behandelst du Tiere auch anders so. Connected in, man, Alter. Chakras und Auras können wahrgenommen werden. Die Intuition ist stark ausgeprägt und außerkörperliche Erfahrungen wie Astralwanderungen oder das luzide Träumen sind stark vereinfacht. Die Gedankenkraft und die geistigen Fähigkeiten wie Konzentration oder Gedächtnis sind verstärkt. Alleine die genannten Verbesserungen sind nur ein kleiner Bruchteil dessen, was man alles erreichen kann, wenn man wirklich versucht, das dritte Auge zu öffnen. Die Frage ist nun, was kann ich tun, um ein drittes Auge zu aktivieren? Im Taoismus zum Beispiel wird mit Meditation versucht, den Aufmerksamkeitsfokus auf den Punkt zwischen den Augenbrauen zu lenken. Wobei das Ziel ist, sich mit den Schwingungen des Kosmos in Resonanz zu bringen. Kleiner Vermerk an der Stelle. Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass wirklich alle Themen... Recherche? ...direkt oder indirekt in Verbindung stehen. Die bereits angesprochenen Astralreisen können durch das Öffnen des dritten Auges erfahren werden, wobei das dritte Auge durch Meditation... Also ich habe das auch gemerkt, alleine wenn du schon mal... Also ich habe gemerkt, umso deeper ich in die Meditation reingehe, mittlerweile ist es bei mir so, wenn ich meditiere, dass ich sogar ein leichtes Kribbeln hier oben in der Stirn merke. So. Also ich merke, wie da was aufgeht. Ich merke, wie da was aktiv ist. So, ich fühle das einfach so.
Also kann ich euch nur wirklich sagen, und ich habe mich halt immer mehr darauf fokussiert, einfach der bewusste Beobachter zu werden von allem, was passiert so. Und umso mehr du da reingehst und realisierst, dass du eigentlich nicht dein Körper bist, deine Gedanken und alles, was passiert so, sondern dass du eigentlich etwas hinten dran bist, was auch alles beobachten kann. Und ich habe gemerkt, umso tiefer ich da reingehe, umso mehr spüre ich, also ich spüre in letzter Zeit hier oben immer irgendwas, wenn ich meditiere. Sag ich dir ehrlich. Und zu den Schwingungen des Kosmos, also zu der Frequenz 432 Kilohertz, geöffnet werden kann. Und das Thema hatte ich in... Auf einmal der Lovelock mit dem dritten Auge im nächsten Stream, Bro. Stell dir vor, Digga, auf einmal klapp, klapp, klapp. Ich muss eine neue Brille kaufen, Bro. Im 432 Mystery Video an... Eine dreieugige Brille, Bruder. ...gesprochen. Auch bei kommenden grenzwissenschaftlichen Thematiken hat alles irgendwie einen Zusammenhang und das sogar kultur- oder religionsübergreifend. Aber wieder back to topic. Bestimmte Farben werden bestimmten Chakrapunkten zugeordnet, wobei wir jetzt wieder beim Hinduismus sind. Bei dem Stirnchakra ist oft die Rede von violetten Farben, weswegen man sich mit diesen Farben auseinandersetzen soll. Besonders gut geht das mit Kristallen wie Amethysten oder Bergkristallen, die darüber hinaus von Natur aus als Energieträger gelten. Es gibt auch noch Aromen und Kräuter, die helfen können, das dritte Auge zu öffnen, Jasmin zum Beispiel. Die letzte Methode ist gleichzeitig die zugänglichste von allen. Wir befinden uns mal wieder im Bereich von Brainwave Entertainment. Was ich noch sagen wollte, ist auch die ganzen Lebensmittel wegzulassen, die Fluorid enthalten, kann einem sehr helfen, sein drittes Auge zu öffnen. Und was wir in dem einen Video gelernt haben, ist Apfelessig. Das habe ich seitdem auch konsumiert. Apfelessig soll helfen. Und dann gab es noch irgendwas, habe ich vergessen. Auf YouTube befinden sich zahlreiche Videos, zu denen man meditieren kann, gespickt mit isotronischen Tönen und binauralen Beats. Ihr könnt selbst gerne den Test machen. Ich verlinke... Solfeggio-Frequenz hilft auch, meine lieben Freunde. ...in der Videobeschreibung einige Beispiele, die ihr euch anhören könnt. Wichtig ist allerdings, dass ihr das nur tut, wenn ihr euch zu Hause befindet und zum Beispiel kein Auto fahrt. Legt oder setzt euch bequem hin und schließt die Augen. Ihr solltet euch in einer ruhigen Umgebung befinden, ohne potenziellen Störungen. Für die meisten Videos benötigt ihr außerdem Kopfhörer. Auch keine In-Ear-Kopfhörer, sondern richtige, damit man das Soundpanorama von rechts nach links hat. Hört euch das Video an und atmet tief ein und tief wieder aus. Versucht euch außerdem so wenig wie möglich zu bewegen, damit ihr leichter in die Schlafparalyse fallen könnt, falls es soweit kommen wird. Ihr müsst davor keine Angst haben, ihr könnt euch da selbst in wenigen Sekunden wieder rausholen, falls es euch dennoch zu viel werden sollte. Zuletzt glaubt einfach daran, dass ihr es schaffen könnt. Positive Affirmationen helfen immer bei dem Erfolg und sollte man theoretisch auch öfter im normalen Leben benutzen. Glaubt einfach an euch selbst und freut euch auf das, was passieren kann, wenn es klappt. Selbst wenn es von all den Zuschauern unter dem Video nur 100 schaffen, ist das schon ein enormer Erfolg und hat ein paar Menschen die Realität gezeigt. Falls es nicht auf Anhieb funktioniert, dann keine Sorge, ich habe auch einige Monate gebraucht, mich in all diese Informationen einzulesen und es selbst auszuprobieren. Ich fand es daher auch schade, dass man im deutschen Bereich kaum YouTuber oder Informationen zu den Themen findet, da sind die Amis auf jeden Fall besser aufgeklärt. Ja, safe. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, als ich gesehen habe, als ich diese Reels-Video, also ich habe ja das erste Video von den Reels-Reactions hochgeladen auf dem Highlight-Kanal gestern und da haben voll viele Leute unten in die Kommentare geschrieben, dass sie es nicht verstehen und kein Englisch können. So. Also ich kann nur jedem ans Herz legen, hier im Chat auch, der kein Englisch kann, dass er sich Englisch so weit beibringen sollte, um sich auch englischen Content reinzuziehen, weil der englische Content ist um Welten besser als der deutsche Content, so. Und ich beschränke mich hier auf Twitch auf den deutschen Content, weil ich weiß, dass einige Leute kein Englisch können. Aber ich werde in Zukunft immer mal wieder zwischendurch englische Dinge einbauen. Und das glaube ich auch immer mehr in Zukunft auch so. Deswegen lernt Englisch, meine lieben Freunde. Ich küsse eure Seele. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Und schreibt unbedingt Kommentare, damit ich eventuell den ein oder anderen Kritiker noch umstimmen kann. Oder wir einfach lässig eine Diskussion führen können. Bis zum nächsten Video und naja... Bleib vorsichtig. Ich küsse dein Auge, Multi. Sehr schönes Video. Das dritte Auge, Erklärung und Aktivierung. Feier ich. Finde ich gut, dass du diese Informationen mit uns teilst. Liebe geht raus an den Brother. YouTube, gerne eure Gedanken dazu. Unten in die Kommentare natürlich wie immer rein. Liebe geht raus. Und wir sehen uns im nächsten Video. Gang.